haben ein paar Aussicht. Heute macht uns das Wetter keinen Stich durch die Richtung. Es hat ca. 9 mm geregnet und das Kartoffelroten geht sehr flüssig. Ich fahre zwischen 2, 5 und 3 Stundenkilometer. Und das ist eine recht gute Geschwindigkeit für unsere Bodenverhältnisse. Fahre ich da mit dem Fendt Kartoffelroten. Im Feld fahre ich mit dem Joystick, der ist auf nur 0,1 Stundenkilometer eingestellt. Einmal ziehen und der geht ein bisschen langsamer, zweimal stoßen, der geht ein bisschen schneller. Um zu wenden, schalte ich den Joystick aus und fahre mit dem Fahrpedal. Im Moment mit 490 Zapfwellenumdrehungen und 1400 Motorumdrehungen. Ein paar Minuten vor 6 Uhr auf unserem Feld für heute beendet. Um 7 Uhr, 19 Uhr starte ich noch bei meinem Nachbar. Dort werden Speisekartoffeln Charlotte gerodet, etwa bis 10 Uhr. Jawohl, heute ist gut gelaufen. Bei mir sehr gut. Ich habe die Fläche noch nicht ausgerechnet. Ich denke, ein Tag, ein Hektar sicher. Ja, liebe Jutta-Freunde, mittlerweile 9 Uhr abends, noch nicht ganz. Ich rode bei meinem Nachbar, Sorte Charlotte. Und ja, da muss man viel langsamer fahren. Das hat da viele kleine Kartoffeln. Und man kann die Maschine nicht öffnen, sonst gehen die Kartoffeln hinten raus. Da muss mehr Erde und Steine rausgelesen werden.